meine Hübschen. Heute habe ich für euch ein etwas einseitiges Video. Es geht nämlich um die Farbe Rot. Erstens dachte ich mir, es passt ganz gut jetzt in den Dezember rein, weil Rot halt die Weihnachtsfarbe schlechthin ist. Zweitens, ich glaube, es passt ganz gut auf diesen Kanal, weil Rot mit Blau zusammen, so phasenweise, mal meine Lieblingsfarbe ist und mal meine zweitliebste Farbe ist. Und ich habe mir 5 meiner allerliebsten roten Lippenstifte aller Zeiten rausgesucht. Den ersten, den ich euch zeigen möchte, das ist der einzige High-End-Lippenstift, den ich jetzt einfach mal schnell aus dem Weg räumen möchte. Das ist der Lippenstift, den ich auch gerade auf den Lippen trage. Und zwar ist das einer von diesen Chanel Rouge Allure Lippenstiften. Das ist die Farbe 68, Emotiv. Und ja, so funktioniert der Lippenstift. Nein, ich finde nicht, dass der Preis gerechtfertigt ist. Der Lippenstift kostet 32 Euro und die Qualität entspricht dem Preis nicht. Also sie ist super, aber das ist sie bei Maybelline Lippenstiften meiner Meinung nach auch. Und ich finde nicht, dass der Lippenstift qualitativ besser ist als etwas von Maybelline. Das ist ein Luxusprodukt. Man zahlt hier für den Namen, man zahlt hier für die wunderschöne Verpackung und ich liebe es. Gut, das nächste, was ich hier habe, ist dafür der günstigste Lippenstift aus diesem Video. Und der kommt von P2. Das ist einer von den Pure Color Lipsticks. Kostet 1,95 und das ist die Farbe 100 Oxford Street. Ich glaube, die Farbe ist ziemlich bekannt. Und ich würde sie jedem von euch empfehlen, der vielleicht noch nie roten Lippenstift getragen hat, sich das vielleicht auch absolut nicht jeden Tag trauen würde und vielleicht diese roten Lippenstifte nur wirklich zu ganz besonderen Anlässen verwenden möchte und nicht viel Geld für einen roten Lippenstift ausgeben möchte. Was die Qualität angeht, ich finde schon, man merkt, es ist ein günstiger Lippenstift. Ich finde ihn ein bisschen zu weich. Dadurch trägt man, finde ich, ab und zu ein bisschen zu viel von dem Lippenstift auf. Aber man kann gut damit arbeiten, also ihn zum Beispiel mit einem Lippenpinsel auftragen. Dann kann man das wirklich sehr schön genau abschätzen, wie viel Farbe man jetzt aufträgt. Und die Farbe ist an sich wunderschön. Das ist so ein richtig klassisches dunkles Rot. Was ich dann hier habe, ist kein klassischer Lippenstift-Lippenstift, sondern einer von diesen Hybrid-Lippenstiften. Und zwar von Catrice, ein Ultimate Shine-Lippenstift in der Farbe 240 and the Oscar goes to. Das ist einer von den sehr stark pigmentierten Ultimate Shine Lippenstiften. Das heißt, der hat schon echt so die Farbabgabe von einem normalen Lippenstift. Aber ich finde, er hält nicht ganz so lange wie ein normaler Lippenstift, was ich absolut nicht schlimm finde. Ich habe damit keine Probleme. Ich trage gerne immer wieder Lippenstifte auf. Dann habe ich wenigstens das Gefühl, ich gebrauche sie. Nein, Scherz, es wäre natürlich schöner, wenn er wirklich lange auf den Lippen halten würde. Aber egal. Er hat ganz, ganz leichten Goldglanz, den man jetzt nicht unbedingt sofort auf den Lippen sieht, aber man sieht es auf dem Lippenstift. Also wenn ich mir den jetzt so ganz nah anschaue, sehe ich das hier in der Tube. Und er kostet 3,95 und ich finde das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Dann die letzten beiden. Das wird euch nicht überraschen. Und zwar ist das die Farbe 570 Pleasure Me Red von den Maybelline Color Sensational Lipsticks und die Farbe 540 Hollywood Red. Persönlich mag ich 547 noch ein bisschen lieber. Es ist ein intensiveres Rot. Es ist für mich das perfekte Rot. Die riechen toll nach Vanille. Das Einzige, was ich jetzt nicht ganz optimal finde, ist die Verpackung. Also ich finde, diese Maybelline Lippenstifte sind jetzt nicht so wunderschön verpackt, aber jetzt auch nicht super hässlich. Sie sind handlich. Sie kosten um die 7 Euro. Ich finde, sie sind das Geld absolut wert. Die Farbe 540 ist halt ganz genauso verpackt, nur ist sie so ein bisschen weniger kräftig. Das Rot ist nicht ganz so knallig. Es ist eher so ein Rosenholzrot, würde ich sagen. Später auf den Lippen natürlich ist es immer noch ein intensiver Lippenstift, aber nicht ganz so super, super auffällig wie 547 und der Preis ist halt ganz genauso. Vielen Dank, falls ihr dieses Video geschaut habt. Ihr kennt das Ganze schon. Schreibt mir natürlich sehr gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsrot-Make-up-Artikel für die Advents-Weihnachtszeit oder überhaupt sind. Habt ihr da irgendeinen Lieblingslippenstift, Nagellack oder was auch immer? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in 2, 3 Tagen wieder, wenn das nächste Video online ist. Und ich freue mich dann sehr auf euch. Ciao!